In diesem Video werden wir uns die Hardware, sprich einen Barcode-Scanner, ansehen. Hierzu gibt es zwei, drei Kleinigkeiten, die sehr interessant sind und die sehr nützlich sein können. So, zum einen mal ein Barcode-Scanner. Wir unterstützen USB-angeschlossene Barcode-Scanner. Okay? Serielle Barcode-Scanner unterstützen wir nicht, es sei denn, Sie haben irgendein Emulationsprogramm, das seriellen Port auf USB-Port routet. So, was passiert, wenn Sie nun einen USB-Scanner anschließen? Wir haben gerade hier den Barcode-Scanner, den S2 angeschlossen und den S62. Wo ist er? Hier, der da. So, das sind, der eine ist kabelgebunden, das andere ist ein Funkscanner. Und ich zeige Ihnen, was passiert. Okay. So, in der Systemsteuerung Ihres Computers finden Sie den Gerätemanager. Der Gerätemanager finden Sie nun eine lange, lange Liste mit verschiedenen Karteikarten. Was allerdings jetzt hier sehr, sehr interessant ist, ist die Karteikarte USB-Controller. Hier finden Sie sehr, sehr viele Anschlüsse und die dementsprechenden Controller dazu und eventuell angeschlossene Geräte. Ist jetzt nicht ganz so spannend, wenn man sich hier nicht so auskennt, aber was wirklich spannend ist, ist hier die Karteikarte Tastaturen. Sie sehen, wir haben hier vier Tastaturen. Jetzt könnten Sie sagen, wieso hat der vier Tastaturen? Wir haben eine Tastatur, zwei Scanner angeschlossen und einen numerischen Eingabeblock. So. Nur so viel dazu. Das heißt, ein Scanner tut so, als ob er eine Tastatur wäre. Und um Ihnen das zu beweisen, nehme ich jetzt den, ist ja wurscht, ich nehme jetzt einfach mal den Funkscanner hier, nehme das USB-Kabel, wo ist es, und ziehe das aus dem Computer heraus. So, jetzt. Nun hat sich die Liste der Tastaturen aktualisiert und wir haben anstatt vier Einträge nur noch drei Einträge. Jetzt stecke ich das Ganze wieder an und wir sehen, dass wir nun wieder vier Tastaturen hier in der Anzeige haben. Im Klartext bedeutet es, der Scanner tut so, als ob er eine Tastatur wäre. Sehen wir uns nun das Ganze im Programm an. Also das heißt, das Programm muss sich um einen Barcode-Scanner eigentlich gar nicht kümmern. Denn in der Systemsteuerung unter Hardware finden Sie die Karteikarte Barcode-Scanner. Hier wird explizit beschrieben, dass ausschließlich USB-Scanner unterstützt werden. Denn ein USB-Scanner tut so, als ob er eine Tastatur wäre. Und wenn wir uns das jetzt einfach mal überlegen, der Scanner tut so, als ob er eine Tastatur wäre, bedeutet jetzt im Klartext, und ich möchte das Ihnen in der Praxis zeigen. Ich habe hier im Artikelstamm drei Testartikel angelegt. Und ich nehme mir jetzt einfach mal diesen Barcode und kopiere mir den. Okay, damit ich jetzt nicht alles tippen muss, wohlgemerkt, okay? So, jetzt gehe ich in die Kasse hinein und tue so, als ob ich jetzt von der Hand eingeben würde. Jetzt passiert Folgendes. Der Barcode-Scanner tut so, als ob er eine Tastatur wäre. Das heißt, er liest diese 13 Zahlen, das war's. In der Regel ist es so, dass der Barcode-Scanner eigentlich ein Character 13 oder ein Character 13 plus 10 oder ein Character 10 plus 13 oder ein Character 0 plus 13, irgendwie sowas, also das heißt, ein Enter hinterher schickt. So, dieses Enter ist natürlich das, was Sie an der Tastatur auch eingeben. Das heißt, Sie drücken jetzt Enter. Jetzt drücken wir Enter und der Artikel ist drin. Das sollte der Scanner eigentlich von alleine machen. So. Und ich zeige Ihnen, dass es geht. Ich habe jetzt hier mal drei Etiketten ausgedruckt für unsere drei Testartikel. Ich fange mit unserem Artikel Nummer 3 an. Okay, ich habe jetzt hier einen Funkscanner angeschlossen. Der ist jetzt im Stromsparmodus schnell gesprungen. Dann machen wir es halt. Okay, also jetzt ist er wieder da. Jetzt scanne ich drüber. Artikel 3. Jetzt scanne ich den ERN-Code von der, wie heißt es, vom Artikel 1 ein. Scanne ich ein. Jetzt habe ich den Artikel 1 drin. Jetzt scanne ich den ERN-Code vom Artikel 2 ein. So, Sie sehen, ich habe nichts gemacht. So, vielleicht haben Sie es piepen gehört. Und ich sehe gerade, ich habe Artikel hier sehr, sehr schön falsch geschrieben. Auch nicht schlecht. Ist egal. Aber Sie sehen, das funktioniert. So, wann kann es nicht funktionieren? Es kann nicht funktionieren, wenn unter Umständen der ERN-Code nicht gültig ist. Weil ein ERN-Code unterliegt ja verschiedenen Prüfziffern. Block 1, Block 2 plus 13. Prüfziffer aus verschiedenen Trennzeichen im ERN-Code drin. Weiß ich jetzt natürlich nicht, wie Ihr Etikett unter Umständen aufgebaut ist. Zu 99,9% funktioniert es bei allen.
Na, es gibt wenige, bei denen es nicht funktioniert und dann müssten Sie halt gegebenenfalls mal in Ihrem Scannerhandbuch nachschauen. Denn in der Regel ist es so, dass Sie für Ihren Scanner ein Scannerhandbuch haben, also für Ihren USB-Scanner wohlgemerkt, ein Scannerhandbuch haben. Und der, den sollten Sie auf Standard setzen. Denn in der Regel können die Scanner der heutigen Generation, die können ERN 13 lesen, die können ERN 8 lesen und so weiter und so fort. Und das ist auch genau der Grund, warum Sie Ihren Scanner konfigurieren müssen. Denn die WAVI weiß natürlich nicht, wann der Scanner fertig ist. Es könnte ein 7-stelliger Code sein, es könnte ein 8-stelliger Code sein, es könnte ein 13-stelliger Code sein, es könnte ein 15- oder 25-stelliger Code sein, den Sie jetzt eingeben. Welchen ERN-Code Sie verwenden für welche Artikel, das weiß die WAVI nicht. Das kann sie nicht wissen. Deswegen müssen Sie Ihrem Scanner sagen, pass mal auf, wenn du fertig gescannt hast, schickst du bitte ein Enter. Dann tust du so, als ob du Enter drückst. So, und sollte wieder erwarten, dass Ihr Scanner nicht funktionieren, also wie gesagt, das bei 99,9% aller Leute funktioniert, dann sollten Sie den Scanner mal auf Standard zurücksetzen, auf Factory Defaults. Die meisten Scanner haben im Scannerhandbuch sowas wie Start Configuration, Set Factory Defaults und Save Configuration. So, das ist eigentlich der Standard. Das sollten Sie auf jeden Fall mal tun. Sollte das dann wieder nicht fruchten, sollten Sie im Ausschlussverfahren arbeiten, weil es könnte ja durchaus sein, dass irgendwas auf Ihren Rechner vielleicht blockiert. Deswegen würde ich das mal auf einem anderen Rechner ausprobieren. Was ist denn da? Dort den Scanner einfach mal anschließen und schauen, was passiert dort. Und wenn es dort funktioniert und auf diesen Rechner, den Sie vor sich haben, nicht, dann wissen Sie, dass Sie ein rechnerspezifisches Problem haben. So, ich glaube, das war es jetzt. Jetzt haben wir hier lange rumgeredet für eigentlich ein relativ kurzes Thema. Das Scannen von Artikeln funktioniert super einfach. Der ERN-Code muss halt gültig sein, der Scanner muss angeschlossen sein, der Scanner muss in Ihrer Systemsteuerung eine HID-kompatible Tastatur emulieren. Und dann sollte es, wenn der Scanner richtig vorkonfiguriert ist, auch mit dem Einscannen von Artikeln klappen. Bis dann, tschüss.